Hallo und herzlich willkommen zur wohl letzten Episode von der Videopack-Edition von meiner Kollektion. Es gab zwei Fragen. Die fangen wir mal an. Deswegen, ich habe noch zwei Etiketten gefunden. Das ist einmal der Screenshot von Super B und einmal, für die Leute, die es interessiert, das ist das, was ich meine. Das ist die 20, links die Plus-Version, rechts die Minus- oder die Originalversion. Ganz klar die Plus-Version. So, das war Frage 1. Frage 2 war: Was ist mit den Magic und Parker Modulen? So, das ist ja bekanntermaßen ein Standardmodul. Und wenn wir jetzt hier mal Super Cobra nehmen, die haben nur ein anderes Label. Die Magic Module haben allerdings auch eine ganz andere Form. Das gilt für beide, sowohl für Atlantis als auch Demon Attack, für die Leute, die das interessiert. Das ist übrigens, das war auch so eine Frage, wie sieht so ein Parker-Anleitung aus? Die sehen ein bisschen anders aus. Die normale Anleitung sieht ein bisschen so aus. So, das waren so die beiden Fragen, die wir noch hatten. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei den Boxen von der Videopack-Edition und fangen mit Box 1 an. Bis. Herzlich willkommen zur Videopack 41 Eroberung der Welt, Conquest of the World or Le Conquis du Monde. I hope. Mal. Ja. Ich hoffe, mein altes Schulfranzösisch hat dafür gereicht. So, worum geht's? Es geht darum, dass es eigentlich nichts anderes ist als ein aufgemotztes Combat und ein aufgemotztes Modul 4. Und wenn es jetzt gleich noch ein paar Mal runterrutscht, wird es lustig. So, ich mache mal ein bisschen hier Platz frei, dann seht ihr auch mal was. Spiegelt das auch weniger. Und in diesen 10 Runden kämpfen Panzer gegen Panzer, Flugzeug gegen Panzer, U-Boot gegen Panzer, Flugzeug gegen U-Boot und so weiter und so fort, gilt es darum, Länder zu erobern. Ihr habt dann also ein riesengroßes Regelwerk. Man sieht das, glaube ich, hier. Ich gehe mal ein bisschen auf unsere Zone 4. Ja, unsere Freunde in Griechenland sind einfacher zu übernehmen als Deutschland. Sollte vielleicht mal interessant sein. So, ihr habt also dazu ein paar Spielelemente. Neben dem Modul, wo natürlich diese Kämpfe ausgefochten werden, das sind also genau 10 Runden. Wer zuerst 10 Punkte hat, hat da dieses Land gewonnen. Das sind die ganzen Elemente, die ihr zur Verfügung habt. Das heißt, ihr habt eben auch so eine Art Brettspiel. Und ich kann ja jetzt einfach mal hier den großen Vorteil machen. Wir gucken jetzt einfach mal direkt selber in die Anleitung. Ja, dafür sind wir ja der deutschen Sprache mächtig. Ihr habt übrigens U-Boote, Flugzeuge, da ist das alles nochmal schön erklärt. Panzer, an See, Luft. So, da ist, wer gegen wen kämpft. Und hier sind die Erklärungen. Das ist das Modul. Das ist das Mutterland. Ihr könnt also auch Bündnisse eingehen. Da sind die Magnetkarten. Da sind die Geldkarten. Da ist die Weltkarte. Ihr habt dann also hier noch hier Wahl des Mutterlandes. Riesenerklärungen. Also ungefähr so, als würde man Risiko spielen. Nur, dass das eben einfach beim Videospiel ausgetragen wird. Wenn ihr seht, wie komplex das ist und wie groß das eigentlich ist, dann kann man sich vorstellen, warum das heute bei Games kein Mensch mehr macht. Ist aber recht ganz interessant. Conquest of the World ist nichts Besonderes. Solltet ihr aber, wenn ihr Sammler seid, mal versuchen zu bekommen. So, kommen wir jetzt zu Modul 42. Bis gleich! Hallo und herzlich willkommen zu Modul 42. Ich scroll mal so runter diese Karte. Das ist die Welt, in der wir auf die Suche nach den Ringen gehen. Das Spielprinzip ist relativ einfach. Ihr habt mehrere Stages und ihr müsst in einem Two-Player-Spiel die Gegner so linken und austricksen, dass ein Spieler sich den Ring holen kann. Der andere muss sich eigentlich grundsätzlich opfern. Das war so eigentlich das Gangbare, wo wir den Erfolg hatten. Habt den zweiten Spieler, der sowieso sich um nichts kümmert, dann wird das eh keinen großen Erfolg haben. Ihr könnt 4 Klassen wählen, da komme ich aber gleich noch zu. Weil ich habe ja gleich das schöne deutsche Handbuch. So, es gibt eine Tastaturschablone. Ich weiß gar nicht, ob es die damals auch in Deutsch gab. Das ist auf jeden Fall die englische. Und damit definiert ihr, wenn ihr diese Spiele spielt, was als nächstes für ein Level kommt. Ich kann euch mal eben kurz die Münzen zeigen, die da sind. Es geht ja darum, dass man Ringe findet. Das sind diese Items und Zusatzkarten, womit man dementsprechend das auch definieren kann. Es ist, wenn man so will, eine ganz frühe Version von Dungeons and Dragons.
als Videospielversion ganz was Merkwürdiges. Sieht unglaublich toll aus. Ist nicht so faszinierend, wie man denkt. So, da ist übrigens diese schöne Vorgeschichte. Wer die kurz mal durchlesen will, kann jetzt mal pausieren. Da sind die Figuren. Ihr habt einen Krieger, der ist bewaffnet mit einem Schwert natürlich, der kann kämpfen. Ein Zauberer, der ist bewaffnet mit einem Zauber. Der kann aber, soweit ich weiß, nicht töten, sondern der kann nur die Gegner zurückstoßen. Also auch nicht wirklich sinnvoll. Das Gespenst kann durch Wände gehen, kann aber nicht durch Feuerwände gehen. Kann ich schon mal gleich vorwegnehmen, weil das ist direkt der Tod. Und der Wechselbalg, der kann sich in andere Figuren verwandeln. Wobei, das stimmt auch nicht, sondern der kann sich nur in eine Figur verwandeln. Der sieht dann aus wie ein Zombie und dann greifen die Gegner ihn nicht an. Das bedeutet aber nur, solange der sich nicht bewegt, macht im Kampf auch nicht viel Sinn. Und das sind die ganzen Ungeheuer, Drachen, Spinnen, ja, Halbdinos, Vampire, Zombies, alles Mögliche. Ihr seht, von den Leveln ist das relativ in der Hölle. Zum Beispiel, da sind die Feuerwände, da kann man nichts machen. Die wanderen Hallen sind da. Bewegt sich die Screen auch. Also es ist ein interessanter Titel. Für Sammler sowieso absolut interessant. Die Frage ist nur, ob sich da heute noch mal Leute einarbeiten müssen. Soweit ich weiß, das sehe ich auch gerade genau, musste es, glaube ich, noch einen dritten Spieler geben, der den Ringmaster spielt, also genauso wie ihr es bei von RPG-Abenden in echt kennt. Das heißt, ein Spielleiter, der die Spielsachen definiert, der also dementsprechend dann auch die Levels auswählt. Und da seht ihr die Kristallhöhlen, da steht es auch. Das sind die unsichtbaren Stages, die also dann aufblenden. Das sind die ganzen Items, die man haben kann, die da sind, genau. Ich glaube, das war noch wirklich, dass man mit einem Spielleiter da noch was tun musste. Was stand denn da? Für den G7200 gibt es keine Tastaturschablone. Ja gut, ich glaube, der kam eh nur raus in Frankreich. Der ist, glaube ich, für uns nicht ganz so interessant. So, guck mal, ist da noch irgendwas, was man wissen muss? Nö, eigentlich nicht. Das war Geheimnis der Ringe oder, um diese Packung zu machen, La Quête des Anneaux oder eben Quest for the Rings. Kommen wir jetzt noch zur letzten Box, die Nummer 46 und nach meiner Meinung fast die spektakulärste. Bis gleich. So, kommen wir zur Nummer 46 und meinem persönlichen Highlight. Ich zeige euch allein mal diese Box. Das ist so genial. Das ist sie geschlossen, das ist sie auf, denn damit wird sie gehalten. Absolut genial, absolut genial. Guckt euch mal diesen Spielplan hier an. So bezeichne ich das mal. Das ist das Brett, auf dem gespielt wird. Und ihr kommt wie, ich sag mal wirklich schon fast wie ein Charakterbogen, bekommt ihr eure eigene Aktienanalyse. Das heißt, ihr habt hier wirklich euer Portfolio wirklich in der Hand. Das ist enorm, das ist genial. Das Ding ist 30 Jahre alt und hat so einen unglaublichen Detailreichtum. Ich bin total aus dem Häuschen. Ich finde das absolut genial. Natürlich konnte ich mich daran nicht dran erinnern und ich kann auch sagen, dass ich als Kind nie wirklich viel mit einem Game, das sich mit der Wall Street beschäftigt, wahnsinnig viel anfangen konnte. Kurz mal was zum Modul. Das ist das amerikanische Modul. Ich glaube, das soll noch ein bisschen seltener sein als unseres. Läuft aber auf einem G7400 ohne Probleme. Auf dem 7000er habe ich es ehrlich gesagt nicht probiert, aber das wird auch laufen. Da habt ihr so ein paar Sachen. Hier Silber. Irgendwas, damit könnt ihr gleich, das steht auch gleich in der Anleitung, die Stocks terminieren und andere Sachen. Ich zeige euch einfach mal die Anleitung. So, die ist in Englisch, das heißt, da muss ich ein bisschen übersetzen, aber das kriegen wir schon hin. Da. When it's a question of money, everyone is one of the same religion. Hahaha. Frage des Geldes ist wie eine ist identisch einer Religion oder beziehungsweise da sind alle Leute gleich. Ja, das ist wohl so. So, das ist dieses, was die, hast du schön bezeichnet, Investment Record Pads, Option Price Calculators, genau, da könnt ihr also dementsprechend eure Sachen berechnen. Das ist das Spielbrett, wie schon gesagt. Das sind die Spielfiguren. Ihr habt so ein paar Investments-Geschichten, was ihr da könnt. Ihr habt in diesem Game, das sehen wir gleich genau, das funktioniert wie ein Börsensystem. Das heißt, ihr könnt also dementsprechend Aktien kaufen, Aktien verkaufen, auch definieren, wann ihr sie verkauft, wann ihr sie einkauft. Funktioniert wunderbar. Die Steuerung ist nicht ganz so riesig, da muss man sich dran gewöhnen, aber das kriegt man schon hin.
beim zweiten, dritten Mal habe ich es dann auch wieder begriffen gehabt. So, da sind die Nachrichten. Die Nachrichten entscheiden natürlich, was mit dem Markt passiert. Wenn es gute Nachrichten sind, klar, steigen die Aktien, sind es schlechte Nachrichten, fallen die Aktien oder zum Beispiel meine Lieblingsnachricht, die ich wirklich im Game habe, die Ostereierjagd ist im Weißen Haus eröffnet. Das hat am Markt gar nichts getan. Das hat natürlich nichts verändert. Das wäre auch vollkommen lächerlich, glaube ich. Ihr habt, glaube ich, 10 Positionen, wo ihr definieren könnt, was mit eurem Vermögen wird. Und nach einer gewissen Zeit wird dann natürlich einfach gerechnet. Hier ist es dann mal professionell gemacht, wie man seine Sachen einträgt. Ich habe es ohne dieses komische Handbuch auch geschafft, also man muss das nicht unbedingt machen. Hier wird nochmal erklärt, wie der Market Value of Stocks berechnet wird. Das heißt, ihr habt also hier wirklich für Leute, die, weiß ich nicht, der Meinung sind, sie können BWL, können das mal nachrechnen. Da sind ein paar Formeln. Ganz, ganz große Sache. Also wirklich ganz, ich kann es immer nur sagen, hier auch noch ein paar Berechnungen. Unglaublich Detailreichtum. Und der Detailreichtum geht noch weiter. Ich fange mal ein bisschen von dem Handbuch ein. Ihr seht, das sind die Firmen, die ihr kaufen könnt. Und da ist auch tatsächlich IBM dabei. Oder Lockheed oder andere Sachen. Das heißt, ihr spekuliert, wenn man so will, fast mit dem richtigen Markt. Ich fand das unglaublich gut, als ich das erste Mal irgendwie eine Aktie gesehen habe, wo ich dachte, die Unternehmen gibt es ja wirklich. Texas Instruments. Toyota. Und da könnt ihr dann Exxon Corporation. Ihr könnt dann also wirklich mit diesen echten Firmen was machen. Ja, was soll ich sagen? Diese Box ist mit Sicherheit mit Abstand am teuersten. Das war auch am schwierigsten, diese zu finden. Da bin ich ganz ehrlich. Aber sie ist es auf jeden Fall wert. Das ist, glaube ich, noch, können wir mal kurz auch noch mal reingucken, was das für ein Handbuch ist. Aha, das ist so eine Kurzbeschreibung. Naja, die gibt es auch noch. So, das war's jetzt mit der Videopack-Kollektion. Jetzt haben wir alles durch. Mehr ist da auch nicht mehr. Ich habe schon überlegt, ob wir jetzt wirklich mit der Intellivision, mit dem Mattel Intellivision weitermachen oder auch nicht. Das entscheide ich dann auf jeden Fall nochmal in der nächsten Woche. Damit habt ihr es durch. Das war Woche 5, sage ich mal, mit allem, was geht. Und ich denke, da sollte was für einen dabei gewesen sein. Ich finde diese drei Boxen unglaublich genial und The Great Wall Street Hunt. The Great Wall Street Fortune Hunt, so rum, ganz genial und kann ich nur empfehlen und ist wirklich etwas, was interessant ist, wo ich auch lachen musste. Ich zeige ja auch mal was. Ich habe ja mir dieses Game auch gegönnt. Das ist ja Fortune Street, Straßen des Glücks oder ich glaube Boom Party in der englischen Version. Das ist ja auch so ungefähr auch ein bisschen was mit Market und Shares und Shareholder Value und alles, was dazu gehört. Passte ganz gut, dass ich das dementsprechend auch mir ergattern konnte. So, das war's jetzt aber. Wenn ihr einen Kommentar machen wollt, macht den gerne. Wenn ihr abonnieren wollt, dann tut das. Wenn ihr irgendwie liken wollt oder favoritisieren, tut das auch. Schreibt persönliche Nachrichten oder sonstiges. Und wenn einer wie schon Neutron-Star hat, kann er eigentlich denken. Ich denke, das war eine schöne Reihe. Machen wir mit der nächsten Reihe dann nächste Woche weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.